Wir müssen bis 2030 die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele, erreichen. Dazu gehört auch das Ziel, alle Menschen mit für sie bezahlbarem Wohnraum zu versorgen und bezahlbare und saubere Energie zu sorgen. Durch die Corona-Krise kann es zu Einnahmeausfällen bei Mieterinnen und selbstnutzenden Eigentümern kommen. Diversen Betroffenen stehen Sozialleistungen zu. Das ist keine Bittstellung, werte AfD. Es ist unsere Aufgabe, sicherzustellen, es ist unsere Aufgabe, so zu helfen, dass sich niemand in der Corona-Krise entscheiden muss, gehe ich einkaufen oder zahle ich Miete. Darum ist es gerade jetzt so gut, dass es eine direkte Unterstützung wie das Wohngeld bei der Miete gibt. Und es dürfte wirklich auch jetzt im allerletzten klar geworden sein, dass eine direkte Unterstützung der Menschen, also die Subjektförderung, sinnvoller ist als das Vergraben von Steuergeld in Beton und Stahl. Frau Nissen, es freut mich, dass Sie jetzt aufgewacht sind. Also, werte Kolleginnen und Kollegen, es steht zu befürchten, dass viele Menschen in Deutschland das Wohngeld kennenlernen werden. Und zum Schluss, ganz zum Schluss will ich sagen, werte Kollegin Nissen, wenn Sie wirklich gewollt hätten, dass alle Mieterinnen und Mieter in Deutschland die Mietpreisbremse haben, dann hätten wir auf Bundesebene gemeinsam, so haben wir es ja auch damals beantragt, eine bundesweit einheitliche Regelung zu den Mietpreisbremsen beschließen können. Dann würde sie nämlich überall gelten. Und dann hätten wir auch nicht die Probleme, die wir gerade in vielen Ländern haben. Nämlich zum Beispiel in Ländern, in denen die Mietpreisbremse zwar gesetzlich eingeführt ist, aber nicht gilt, weil sie gerichtlich beklagt wird. Wir hätten eine einheitliche Regelung deutschlandweit beschließen müssen. Und das ist die Verantwortung der SPD. Und deswegen ertrage ich es manchmal nicht, ehrlich gesagt, dass sie immer wieder mit dem Finger auf uns Grünen zeigen, aus taktischen Argumenten an so einem Tag. Dankeschön. Aber ich kann ja teilweise auch verstehen, wenn Sie natürlich einen Koalitionspartner hatten oder haben, der wird zum Beispiel hier vertreten durch einen Herrn Helge Lind, der am 12.03. sagte, in Bezug auf eine Rede der AfD zu Corona, die größte Herausforderung, der gefährlichste Virus in diesem Land bei allen Bedrohungen, die wir haben, ist nicht Corona. Das ist der Virus des Hasses durch die AfD, denn solche Anträge und solche Reden, die so verbreitet werden, das ist viel schlimmer. Da hat er recht, das sehe ich bei Ihnen genauso. Sie setzen lieber die Gesundheit der Bevölkerung aufs Spiel, als dass Sie mal einer Opposition normal Rede und Antwort stehen können. Eine ganz traurige Sache, meine Damen und Herren. Hass und Hetze in diesem Raum kommt von Ihnen, nicht von der AfD. Lachen Sie ruhig. Wann haben wir das schon mal gemacht? Gucken Sie sich mal an, gucken Sie Ihre Reden an. Frau, das ist ein bisschen leer. Das ist aber frisch. Nicht so. Wir schenken es nicht voll ein. Ach so, gut, auch nicht. Nicht schlimm, ist gut, alles gut. Ich meine, ich bin da nur nicht sicher, ob daran schon getrunken wurde. Also. Selbstverständlich haben Sie alles frisches gut, Wasser. Alles gut, alles wir gut. Wir haben es nur nicht sofort. Ja, ich habe es nicht verfolgt. Und jetzt sagen Sie, nachdem wir mit Aufwand und Mühe und übrigens ohne Ihre Zustimmung, weil hier im Plenum haben Sie sich enthalten, ohne Ihre Zustimmung die Maßnahmen beschlossen haben, die jetzt gültig sind, nachdem wir damit zu einer Reproduktionsrate von 1,0 gekommen sind, sagen Sie jetzt, ihr müsst es früher aufheben. Was sagen Sie? Ja, die war vorher schon. Und wer wusste das? Sie Schlauberger. Sie Schlauberger. Von wann kommt denn die Mitteilung des RKI? Ich habe das hier, das epidemiologische Bulletin des RKI. Welches Datum trägt das? 17. April 2020. Da steht es doch drin. Sind Sie denn die Hellseher, die das am 22. März gewusst hätten? Dann hätten Sie es uns doch am 22. März mal sagen sollen. Haben Sie aber nicht. Und Sie glauben das auch nicht selbst. Und Sie tragen diesen Antrag nicht deswegen hier vor, weil Sie das Virus eindämmen wollen, sondern weil Sie die AfD ausbreiten wollen und weil Sie dazu jeden Unmut in der Bevölkerung nutzen möchten, um Identifikation zu erzeugen. Und deswegen finde ich, ist das eine Art von Auseinandersetzung, die ich einfach nicht billigen und gutheißen kann. So, den nächsten Redner, den sage ich mit großer Wehmut an. Ja. Weil wir, es ist die letzte Rede eines sehr geschätzten Kollegen. Applaus
Und ich weiß, wovon ich spreche, weil wir sehr intensiv und sehr gut und sehr kooperativ und konstruktiv in der Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenkommission zusammengearbeitet haben. Und deswegen ist es die Wehmut. Und gleichzeitig hoffe ich für Sie, dass Sie diesen Schritt nicht schrecklich bereuen werden, das werden Sie natürlich tun, sondern dass Sie eine gute Zukunft vor sich haben und wir werden Sie nicht vergessen. Der nächste Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Stefan Ruppert. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Flugzeug. Das Flugzeug stürzt ab. Sie haben Glück im Unglück. Sie haben einen Fallschirm dabei. Sie setzen ihn auf, öffnen ihn. Der Fallschirm verringert den Fall. Und mitten im Flug werfen Sie diesen Fallschirm ab und sagen, super Maßnahme, hat geklappt. Jetzt brauche ich Sie nicht mehr. Wer würde das tun? Es wundert uns gar nicht, dass von ganz rechts hier im Parlament wieder unausgegorene und wirklich menschenfeindliche Vorschläge kommen. Sie wollen also pronto wieder alles auf Normalbetrieb umstellen, mit einer Ausnahme. Die Grenzen sollen nach Meinung der Nationalisten geschlossen bleiben, dauerhaft. Den Antrag der AfD kann man nicht anders lesen als: Wenn Deutsche infizieren, ist das Virus nicht so schlimm. Das ist zynisch, meine Damen und Herren. Was Sie hier vorgetragen haben, das sind alles Verwechslungen. Wir in Bremen sagen dazu die Verwechslung von Gustav mit Gasthof. Und das war das die ganze Zeit. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der SPD-Fraktion? Ja. Ich habe mich zu der Frage entschlossen, weil ich anders als Sie aus dem Berufsschulwesen komme. Ich bin Oberstudienrat einer berufsbildenden Schule und habe 30 Jahre junge Menschen ausgebildet. Haben Sie nur annähernd eine Vorstellung, wie viele junge Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland in den letzten 30 Jahren dieses System am Leben gehalten haben? Wie können Sie eigentlich mit einer derartigen Infamität über diese jungen Menschen bar jeder Kenntnis sprechen? Wie können Sie hier Äpfel mit Birnen vergleichen? Im Gesetz steht, und ich zitiere extra nochmal für Sie, junge Menschen sind förderungsberechtigt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb von Deutschland haben. Es geht hier nicht um die Migranten, die seit 30 Jahren hier leben, die gut integriert sind, die Teil dieser Leistungsgesellschaft sind, sondern es geht darum, dass wir als Staat und dass die Regierung hier ständig Geld ausgibt für Leute aus dem Ausland und das mit dem Geld, mit dem hart verdienten Geld der deutschen Steuerzahler, die überhaupt nicht wissen, woher sie noch irgendwelche Rücklagen bilden sollen. Und das ist der Skandal an der Stelle. Und das ist das, was auch in diesem Gesetz wieder eine völlig falsche Lenkungswirkung ist. So, ich habe Sie auch lieber, aber wenn Sie was sagen wollen, machen Sie doch eine Zwischenfrage. In diesem Sinne fasse ich alles noch mal kurz zusammen. Schaffen Sie bitte einen schlanken, digitalisierten Staat, aber hören Sie auf, ständig mit unnötigen Förderungsmaßnahmen neue Belastungen für die Steuerzahler zu danken. Vielen Dank. Ach, und Frau Präsidentin, ich möchte Sie bitten, zu rügen, dass von der Regierungsbank ich als Primat bezeichnet worden bin. Also ich werde schauen, welche Bemerkung von der Regierungsbank gemacht wurde. Mache darauf aufmerksam, dass es nicht üblich ist, von der Regierungsbank Zwischenrufe zu machen. Sollte es inhaltlich etwas noch zu bemerken geben, werde ich das nachreichen. Herr Sicher, zu Ihrer Rede habe ich nur einen Satz. Ich empfehle Ihnen dringend, eine qualifizierte Weiterbildung zu machen. Die Corona-Pandemie trifft uns alle hart. Die Wirtschaft bricht ein, die Kurzarbeit erreicht Rekordhöhen, die Arbeitslosigkeit wird steigen und Corona konnte niemand vorhersagen. Aber, meine Damen und Herren der Bundesregierung, damit können Sie sich nicht herausreden. Denn dass es irgendwann wieder mal eine Wirtschaftskrise gibt, das ist im Kapitalismus sowohl sehr vorhersehbar. Man muss nicht den Anlass sehr wohl.
Ja, man muss nicht den Anlass oder den Zeitpunkt kennen, um sich darauf angemessen vorzubereiten. Ja, wenn Sie das wissen könnten, wenn Sie da vielleicht mal politische Ökonomie hatten, dann würden Sie es wissen. Zur Sache selbst. Wir haben heute die zweite und dritte Lesung eines sehr wichtigen Gesetzes, das seine Wichtigkeit aber nicht primär aus dem Bereich der Geologie oder der Wirtschaft hat, sondern seine Wichtigkeit bekommt aufgrund seiner Bedeutung für das Standortauswahlverfahren für das Endlager. Vor diesem Hintergrund bedauere ich es sehr, dass die Grünen angekündigt haben, den sogenannten den so langen großen Kompromiss zum Thema Atomsuche und Endlager aufzukündigen. Ich hoffe nicht, dass es dabei bleibt. Pardon, pardon, pardon. Sie haben erklärt, es zu tun, wir nicht. Und darauf bezog ich mich. Ich bedauere, dass wir nicht zu einem Ergebnis gekommen sind, zu einem Kompromissergebnis gekommen sind. Mit Ihrem Gesetz, meine Damen und Herren, schwächen Sie zweitens die Wettbewerbsfähigkeit unserer Bergbauunternehmen. Diese haben in den vergangenen Jahrzehnten milliardenschwere Investitionen in Deutschland getätigt. Und das im legitimen Vertrauen, dass ihre Geschäftsgeheimnisse auch staatlich geschützt bleiben. Und dann genau an dieser Stelle wollen Sie jetzt diese Daten für jedermann ins Schaufenster stellen. Das ist doch geradezu eine Einladung für die ausländische Konkurrenz, die Situation für sich auszunutzen. Mit kluger Standortpolitik hat das auf jeden Fall nichts zu tun. Die FDP-Überlegungen gehen uns wieder in die andere Richtung viel zu weit, wobei man da natürlich sehr wenig überhaupt davon gehört hat. Transparenz ist wichtig für die öffentliche Akzeptanz. Bei der AfD macht man sich nicht mal die Mühe, so ist mein Eindruck, sich konkret inhaltlich mit dem Gesetz zu beschäftigen, sondern wollte die Bundesregierung in einem ursprünglichen Entschließungsantrag einfach auffordern, potenziell verfassungswidrige Bestandteile zu entfernen. Welchen Paragraphen wollen Sie konkret wie geändert haben? Das hätte mich natürlich schon auch interessiert. Da einige Mitglieder der Fraktion Die Linken der Auffassung waren, dass das Faxgerät nicht 1843 erfunden wurde, sondern später, Herr Kollege Dehn, muss ich Sie eines Besseren belehren. Der schottische Uhrmacher Alexander Bain hat 1843 einen Apparat entwickelt, der als Vorläufer des heutigen Faxgerätes gilt. Insofern war der Kollege der Union richtig davor. Sie haben 85 Millionen Euro verballert in 5 Jahren und können uns nicht mal präsentieren, was Sie da beschlagnahmt haben. Keinen einzigen Waffenschmuggler gefangen. Ja, ist ja auch kein Wunder. Ist ja auch kein Wunder, weil die Schiffe munter Migranten von Afrika nach Europa geschmuggelt haben. Und da gibt es aber eine Zahl. 49.000 Migranten haben sie nach Europa geschafft. Wir lehnen diese Mission logischerweise ab. Wir werden gegen diese Politik auch weiter ankämpfen. Wir werden auch weiter ihre Lügen aufdecken und wir werden auch weiterhin mit unseren Freunden aus Österreich, Ungarn, Italien und Polen Widerstand gegen ihre Open Border Policy aufrechterhalten. Und spätestens, wenn unser Freund Matteo Salvini in Italien wieder in der Regierung ist, werden wir ihre Mission wieder versenken. Dankeschön. Tja. Und Herr Maas, Sie sagten in Ihrer Rede, den Worten sollen Taten folgen. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Maas. In der ARD-Sendung Anne Will haben Sie noch im Januar auf die Frage, ob Sie eine Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache verantworten wollen, gesagt, ich zitiere, nein, das können wir nicht, das wollen wir auch nicht. Wieso dann jetzt, Herr Maas, wollen Sie diese Schergen, diese islamistische Räuberbande, die schwerste Menschenrechtsverletzungen gegen Flüchtlinge begeht? Wieso wollen Sie diese jetzt hier ausbilden, ausrüsten und unterstützen? Das ist abenteuerlich, das ist politisch und auch moralisch eine Bankrotterklärung. Die Linke lehnt diesen üblen Einsatz ab. Stattdessen fordern wir den Stopp der Waffenlieferung an im Libyenkrieg beteiligte Staaten und ein ziviles Seenotrettungsprogramm für das Mittelmeer, was bitter nötig ist. Vielen Dank. Wir können heute feststellen, dass die apokalyptischen Corona-Prognosen der Regierung, mit denen hier Ende März die gewaltigen Einschränkungen der Bürgerrechte und der superteure Shutdown begründet wurden, unzutreffend waren. Zum Glück natürlich, aber nicht bedingt durch den verfügten Stillstand. Gemäß Herr Kollege, erlauben Sie mir eine kurze Zwischenbemerkung. Die Redezeit ist angehalten. Herr Kollege Hart, Sie können Ihre Besprechung bitte auch im gehörigen Abstand draußen fortsetzen. Es macht keinen guten Eindruck, wenn ausgerechnet die CDU-CSU-Fraktion die Abstände hier nicht einhält.
Das ist schade, dass es keine Zwischenfrage gab, denn sonst hätte ich zu dem Thema gerne mehr Redezeit gehabt. Ihr Antrag geht dorthin, Pest oder Cholera zu wählen. Wir wählen natürlich keines von beiden. Wir wählen die politische Prosperität in Europa. Wir wählen ein weiter zusammenwachsendes Europa. Ich danke Ihnen herzlich. Wir haben ein gutes Parlament, lieber Herr Präsident. Auf Abstand, mit Abstand. Das heißt, Sie jetzt auch nicht mehr. Sie haben mich jetzt eigentlich mit Abstand das Beste. Herr Kollege Geil, meine Güte ist heute nahezu unendlich. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen noch vor 20 Uhr nach Hause, denke ich mal, oder die Sache beenden. Und bei der Parlamentsbeteiligung, da kommt ein Aspekt dann zum Tragen, unter dem Sie ja, liebe Kollegen von der AfD, das Thema hier angemeldet haben, nämlich nationalstaatliche Souveränität. Deswegen redet hier auch ein Innen- und Europapolitiker in einem haushaltspolitischen Thema. Wir dachten, es geht hier um Souveränität und Subsidiarität. Und dann haben wir uns das angeschaut und müssen jetzt feststellen, Ihr Begriff von Souveränität ist, dass die Europäische Union überhaupt nicht in der Lage ist, zu handeln in dieser Krise. Und das ist der Begriff von Souveränität nicht zugunsten der Europäischen Union, nicht zugunsten der Interessen der Bundesrepublik Deutschland, sondern das ist der Begriff der Souveränität von Herrn Putin. Und als dessen Sprachrohr kommen Sie hier im Deutschen Bundestag auch wieder um die Ecke. Wenn Ihr Souveränitätsbegriff angelegt wird, dann entscheidet über das Schicksal der Europäer nicht Berlin, nicht Brüssel, nicht Warschau, nicht Rom und nicht Paris, sondern Moskau und Peking. Und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kuhle. Als nächster Redner spricht für die SPD-Fraktion der Kollege Andreas Schwarz. Herr Kollege Kuhle, Sie müssen mir noch verraten, wie Sie bei den geschlossenen Frisiersalons so einen wunderbaren Haarschnitt bekommen haben. Herr Kollege Schwarz, Sie haben das Wort. Na gut, da kann er uns vielleicht beraten. Ein Wort noch zur FDP. Es stimmt einfach nicht. Viele europäische Länder haben sich für gemeinsame Anleihen, haben sich für Corona-Bonds ausgesprochen. Deutschland und die Niederlande haben sich dabei isoliert. Und noch ein Wort zur FDP. Man kann hier nicht nur in dieser Debatte, sondern in vielen anderen Debatten im Deutschen Bundestag in den letzten Jahren haben Sie immer groß die pro-europäische Fahne geschwungen. Aber wenn es konkret wird, hat man immer noch von der FDP Nein, Nein, Nein gehört. Blockade, das ist nicht pro-europäisch, was die FDP hier vorschlägt. Und schauen wir mal bei den Soforthilfen. Ich zitiere mal die Rundschau für kleine Unternehmen und Selbstständige. 23. April, eine neuere Zahl habe ich gerade nicht, aber da schon 1,7 Millionen Anträge und 1,1 Millionen bewilligt mit 9 Milliarden. Und das alles in 4 Wochen nach der Gesetzgebung. Wann gibt es denn sowas, dass ein Parlament und eine Regierung in dieser Geschwindigkeit das zu leisten in der Lage sind, wo Länder mit FDP-Regierung immer noch nicht in die Gänge kommen? Also da sieht man schon, das ist gar nicht ganz so einfach. Dabei hat Herr Wissing extra eine Lehre gemacht in unserem Finanzausschuss und jetzt sowas. Also die AfD hat ja eben ein Supersteuersenkungsprogramm für ungefähr 150 bis 200 Milliarden angekündigt und wir warten nur noch auf die Antwort, wie es finanziert werden soll. Das gehört zu seriöser Politik dazu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Binding. Ich bin begeistert, wie es Ihnen auch zuvor der Stunde gelingt, den abgesunkenen Adrenalinspiegel der Kolleginnen und Kollegen wieder drastisch zu heben. Also vielen Dank dafür. Und Herrn Glaser will ich dann auch sagen, er ist nicht mehr da, weiß nicht, was er zu tun hat, aber hier sich hinzustellen und zu sagen, es ist egal, ob die Kneipen in Deutschland offen oder zu haben. Also in welchem Land sind wir denn? Ich habe schon Albträume, dass die Kneipen nach der Corona-Zeit wieder aufmachen und man darf ein Getränk bestellen nach alphabetischer Reihenfolge. Und mein Name ist Zinedine Zidane. Herr Kollege Turmek, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja. Das fürchte ich schon.